Moin moin, willkommen zurück bei einer weiteren Folge Octopus Traveler. Wie ihr sehen könnt, wollte ich jemand Neues in mein Team aufnehmen und deswegen bin ich bei Alfin gelandet, den Apotheker. Und um ihn in unser Team zu bekommen, müssen wir erstmal sein erstes Kapitel spielen. Das machen wir jetzt. Da sehe ich hier gerade eine Truhe, die werde ich mal gleich mal holen. Kann in eurer Gruppe... Keiner aber kann die Truhe öffnen, das ist ja blöd. In der Höhle von Rio, nicht weit von hier, blüht eine wunderschöne Blume, die Wasserblume genannt wird. Allerdings ist die Höhle voll von überaus giftigen, gefleckten Vipern. Oder Vipern. Erkundigen. Meine Forschungen haben ergeben, dass man die Schlangen in der Höhle von Rio, seien sie groß oder klein, mit einigen gezielten Axiomen in zwei Teile spalten kann. Mit den ekelhaften Fröschen, die das Straße unter sich machen, wird man nicht so leicht fertig. Aber wenn man die verdammten Viecher versteinern kann, kommt man auch irgendwie durch. Okay, danke sehr. Gut, erkundigen wir uns mal weiter. Wir wissen ja, dass die Schwester von unseren Kollegen da ein bisschen vergiftet wurde. Guck mal, sie zum Beispiel, sie wird uns ganz sicher was sagen können. Ich erinnere mich an gar nichts, ehrlich. Na gut, dann erkunden wir uns doch mal. Eine Jugendfreundin von Nina, die man auch für ihre Schwester halten könnte. Auf ihren geheimen Abenteuern in die gefährliche Wildnis. Außerhalb des Dorfes übernimmt sie doch eher eigensinnigeren Nina meist die Führung. Okay, danke sehr. Ihr habt mir Informationen, in Ordnung. Ninas Geheimnis, okay. Come on now. Komm schon, Lilly. Erzähl mir etwas. Die Bissspuren an Ninas Bein? Bist du sicher, dass du nicht weißt, woher sie die hat? Ich traue mich das nicht zu sagen, aber... Ich möchte deiner Freundin helfen, aber ich bin Apotheker und ich bin kein Wunderheiler. Wenn ich nicht weiß, was sie gebissen hat, bin ich machtlos. Du möchtest sie doch auch helfen, oder? Also sag es mir doch einfach, komm schon, bitte. Nina wollte ein paar Wasserblumen für ihren Bruder pflücken. Ich hatte Bedenken, ging aber trotzdem mit ihr zur Höhle. Und dann kam diese grässliche Schlange aus den Sträuchern und... Was für eine Schlange? War sie schwarz? Jetzt sag bitte nicht, dass sie golden war oder Flecken auf dem Rücken hatte. Oh mein Gott, so eine crazy Schlange das sein muss. Doch. Verdammte Axt. Möge die Flamme mich holen, eine gefleckte Viper. Es tut mir leid, ich weiß, dass wir nicht dorthin gehen sollen. Aber Nina wollte, dass es eine Überraschung wird, daher bat sie mich, ihr nichts zu verraten und... Jetzt ist sie bald tot. Thank you, Lily. Du hast mir alles gesagt, was ich wissen muss. Es war sehr tapfer von dir, Nina hierher zurückzubringen. Mach dir um die unheimliche Schlange kein Denken mehr, ja? Naja, sehr tapfer und sehr tapfer. Wir sind mal früher dazu gekommen. Nina. Gute Götter, eine gefleckte Viper! Eine wirklich üble Bestie, das ist nicht gut. Es ist Eile geboten. Noch während wir sprechen, breitet sich das Gift in Ninas Adern aus. Ich muss schnellstens ein Gegengift herstellen. Dazu benötige ich jedoch das Gift selbst. In der Höhle von Rio soll es ein Vipernest geben, stimmt das? Ja, zusammen mit vielen anderen Bestien. Das ist schon mehr als leichtsinnig. Ich weiß, aber habe ich eine Wahl? Ich werde sofort aufbrechen. Passt du für mich auf Nina auf. Hold on. Warte, Seth. Du passt auf sie auf. Ich werde gehen. Alfin, bist du verrückt? Ich habe die Verantwortung für Nina. Ich werde nicht zulassen, dass du einfach so dein Leben riskierst. Nein, der Entschluss steht fest. Mach dir um mich keine Sorgen. Und jetzt geh zu Nina. Just a minute. Ich schwöre, du hast deinen... Seb, wo bist du? Nina! Ich bin hier, Nina. Nimm meine Hand. Ah, guck mal, kann er eh nicht los. Sie braucht dich, Seb. Okay, du hast recht, du Spacken.
Komm heil wieder zurück, Alf. Null Problemo. Ich habe eine Verabredung mit einer Viper, versteht ihr? Wir haben uns gerade getroffen. Trotzdem wollt ihr mir helfen? Mein Freund, ich schulde euch etwas. Das sind gute Leute hier im Dorf. Alle miteinander. Seth hat mir immer zur Seite gestanden. Da stehe ich natürlich auch zu ihm. Los geht's. Wir gehen zur Höhle von Rio. Die liegt östlich vom Dorf. Wir sollen uns beeilen. Schon allein wegen Nina. Super. Jetzt haben wir eine ganze Gruppe. So, wir gehen mal zur Höhle. Gucken wir mal kurz, ob wir noch ein paar Informationen hier bekommen. Kann ich eigentlich meine Figuren... Kann ich die Reihenfolge ändern? Hier der Knopf hier? Nee. Okay. Ah, guck mal, erkundigen. Haben wir schon. Stehen können wir auch was von hier. Das wollen wir nicht. Gut, achso, hier ist ein Shop, ne? Mal kurz noch rein. Wir haben alles voll. Ein paar anregende Trauben haben wir auch noch dabei. War ich ja nochmal vor? So. Yes. Weiter geht's. Oh. Kann jetzt irgendwas hier aufmachen? Yes. Dubioses Golderz. Dubios? Vielleicht in dahin. In der Höhle von Rio, nicht weil blüht eine wunderschöne, die Wasserblumen genannt wird. Allerdings ist die Höhle voll von überaus giftigen Flecken. Hatten wir schon. Gut. Dann lass uns zur Höhle aufbrechen. Bad von Rio. Gefahrenstufe 1. So. Ja, die wird ja nicht so weit weg sein, die Höhle, hoffe ich zumindest. Zwei, drei Gegner werden unterwegs platt machen müssen. Oh, sind die links? Da ist eine Truhe. Ah, da war eine Truhe. Oh, fieser Frosch. Okay, lieber mag mein Schwert nicht. Ich krieg natürlich einen damit. So. Oh, er hat eine Axt. Mal probieren. Oh, die mag er auch nicht. Super. Ah, die kann man auch gleich. Das ist ja cool. Perfekt. Das ist nicht nochmal einen fairen Kampf. Okay, also müssen wir irgendwie hinkommen. Wie kommen wir denn dahin, ist die Frage. Oben links? Nee. Doch, da hinten, ne? Warte mal, wir gehen mal kurz zurück. Da hinten irgendwie durchkommen? Nein, nicht da. Hinten rum. Oder kommen wir da irgendwie nicht zur Truhe hin? Ach, shit. Na gut, dann killen wir nochmal einen Frosch. Bring it on! Here goes nothing. So. Recht easy, oder? Aufstieg! Super. Ah, guck mal, hier komme ich lang. Es geht gut. Und eine Heiltraube. Okay, hat sich jetzt nicht so super gelohnt, aber immerhin, eine Heiltraube kann man nur gebrauchen, wenn man mal niedrig Energie hat. Ja. Oh, eine fiese Biene. Oh, da wissen wir die Schwäche noch nicht. Ist normal. Aber nicht Feuer hast. Nee. Au. Oh, da haut er rein. Was hat er denn hier vermischen? Tröstender Samen. Apothekerfertigkeit. Erste Hilfe. Eiszapfen. Eiszapfen machen wir mal. Nee. Interessiert mich auch nicht. Okay. Okay, das ist gut. Dann wird er wahrscheinlich mit der Axt auch ganz gut reinhauen. Ja, okay, wissen wir das schon mal. Ich finde die Idee ist ganz nett, dass man so das so rausfindet, was für Schwächen die haben. Und das erst während des Kampfes macht irgendwie Laune. So. Hier geht es auf jeden Fall Richtung Höhle. Oder können wir speichern? Das ist die Frage. Wir gehen erstmal hoch und speichern. Ah, machen wir natürlich gleich erst, ne? Ah, nee, die Schnecke. Komm, du schleimiges Ding. Okay, das interessiert dich nicht so richtig. Ah, komm, mein Dolch mag er nicht.
Dolch mag er nicht. Okay, dann mag er vielleicht aber hier den Eiszapfen nicht. Hm, konnte ich nicht sehen? Dann war sie weg. Yes. Boom, Aufstieg. Natürlich gut. Wenn wir zur Höhle kommen, werden wir immer stärker und mächtiger. So, wir müssen auf jeden Fall mal speichern. Aber ist noch eine, da holen wir uns erstmal die Truhe, bevor wir speichern. Laumessenz. Na gut. Oh, ist auch ein paar versteckte Wege hier, ne? Super. In Ordnung. So, wird das die Höhle sein schon hier? Vielleicht. Wir gehen da mal rein. Obwohl, das war nicht die Höhle, das war ein Angriff erstmal. Okay. Okay. Du, 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 du. Ja, viele Sachen sammeln wir jetzt gerade nicht ein hier, muss ich zugeben. Guck mal. Höhle von Rio, das ist hier also. Da hinten ist eine Truhe, gehen wir erstmal dahin. Ruinoser Samen. Okay, finden wir auch vielleicht die ominösen Wasserblumen hier? Wahrscheinlich, ne? Ups. Da ist schon eine Viper. Vielleicht mögen die auch kein Gift. Mal gucken, erstmal den hier. Okay, den mag auf jeden Fall nicht. Okay, das ist ihm egal. Okay, wann haben wir denn das Ding? Ja, sehr gut. Aufstieg mal wieder. Naja, der Apotheker muss ja jetzt nach und nach ziehen. Schädlicher Staub. Asbest wahrscheinlich. Okay, also hier unten ging es ja auch noch irgendwo längs. Ne, wir gehen noch oben längs. Ne? Wir gehen erstmal die Brücke oder wir gehen hier hoch und holen uns die Truhe. Ah, Mann. Zufallskämpfe sind. Oh, scheiße. Zwei Fledermäuse. Zwei Bats. Ich wollte mal testen. Funktioniert nicht so gut. Der ist auch nicht so super. Ding. Okay, also das bringt uns gerade gar nicht so viel. Vielleicht heftet das ja. Okay, Eis wird der Scheiße. Gut. So, jetzt können wir vielleicht den anderen ein bisschen mit einem... Na, guck mal. War gut. Er bringt natürlich nicht so viel bei ihm, aber... Der mag ja auf jeden Fall dieses Ding nicht. Okay, jetzt ist die Fledermaus wieder da. Blut trinken, die Drecksau. Blut trinken? Oh. GP Deep. Wir wollen jetzt mal die Truhe hier oben. Ja, alles voll mit Truhen. Guck mal, da unten ist auch noch wieder eine Truhe. Hinten war eine Truhe, da ist eine Truhe. Also irgendwie sind hier alles voll mit Truhen. Abgefahren, oder? Okay, wir müssen hier links. Da ist auch noch eine Truhe. Wir müssen auch noch mal runter. Mann, ey. You won't feel a thing. Here goes nothing. Cool off. My turn. You're too hard. My turn. So. Where's the nearest tavern? Also, es ist schon ganz cool, dass man so untereinander alles kombinieren kann. Und noch zwei, drei Leute und wir steigen sowieso auf, deswegen... Ich kann ruhig ein bisschen Mana verballern.
Anregende Pflaume, gut für unser Mana. Da steht jemand. Was hier runter ist, noch eine Truhe. Belebende Nuss. Was habe ich gespaced, die Höhle hier? Okay, Schleimi. Okay, das war nicht so ein Highlight. Wir mal rausfinden, was er nicht so gut findet. Wir machen mal erste Hilfe. Bei dich selber. Sehr gut. Gut, Schwäche. Auch gegen Feuer vielleicht? Feuer mag sie auch nicht. Okay. Mist. So. Gut. Ding. Schon mal Stufe 5 unser Apotheker. Was natürlich sehr praktisch ist. Achso. Hier kann man auch durchgehen. Guck mal, noch eine Truhe. Bronzeweste. Oh, das wäre gar nicht mehr so schlecht, mal raufzugucken. Ausrüstung. Guck mal. Warte mal hier. Körper. Bumm. Bronzeweste. Naja, brauchen wir für ihn vielleicht nicht, aber vielleicht für den Apotheker. Was hat er jetzt drauf? Auf jeden Fall besser. Pausschild, warum nicht? Ach, kann er nicht nehmen, okay. Ja gut, das ist ja schon mal gut. Da haben wir schon was drin. So, schnacken wir mal den guten Mann hier. Wenn ihr etwas braucht, sagt es nur. Okay. Was ist denn so da? Also wir haben ja auch nicht Gold, ne? Das heißt, wir können auf jeden Fall mal hier so ein... Hoffen wir mal ein paar Stück von. Anregende Pflaume. Haben wir, glaube ich, genug von. Heilkraut? Heil in einzelnen Verbindung von Vergiftung. Ist ja gar nicht so schlecht, mal ein paar Dinger zu kaufen. Ja, weil die Wipper, die wird uns bestimmt irgendwie mal vergiften. Wenn auch ein paar mit. Grüßen den Samen, was kann denn? Okay. Nö, ja, ist auch gut. Olive, regeneriert, Kirby, mein Gefallen wurde und beliebt ihn wieder. Nehmen wir mal 2 von mit. 3, 4. Perfekt. Gut, dankeschön. So, speichern wir mal hier oben. Yes. So, hier so eine Truhe. Reinigender Staub. Oh, eine Viper. So, haben wir benebelt. Und einmal einen Schlag. So. Wenn man die Schwächen kennt, dann sind die Gegner relativ schnell zu schlagen. Aber erstmal muss man es einfach rauskriegen, ne? Oh, hier sind die Wasserblumen, glaube ich. Oh, das sind schöne Wasserblumen. Oh, ich glaube, jetzt kommt der Fight gegen die Viper. Das muss die Stelle sein. Sieh mal an, Wasserblumen. Die sehen nicht nur wunderbar aus, die können auch für Magenbitter verwendet werden. Kein Wunder, dass es Seths Lieblingsblume ist. Was für ein Engel kommt dem weiten Weg, um Blumen für ihren Bruder zu pflücken. Mal verliebt. Naja. Oh, oh. Das. Da ist sie. Na, wenn du mal keine Viper bist.
Tut mir leid, wenn ich unangekündigt hereinplatze. Du hast nicht zufällig ein wenig Schlangengift für mich übrig, ha? Haschascha. Wenn man jetzt Parsel sprechen könnte, die Schlangensprache von Harry Potter, würde ich genau euch übersetzen, was sie sagt. Ich glaube, sie sagt sowas wie so, oh, Entschuldigung, hast dich wahrscheinlich verehrt. Tut mir leid, komm, geh vorbei. Oh. Schon gut, keine Umstände, ich bediene mich selbst. Naja, wenn du darauf bestehst, fight. Aber ich helfe dir ein wenig. So, die wird wahrscheinlich gigantisch groß sein. Und dann noch zwei kleine dabei. Okay, bei den kleinen... Okay. Giftatem. Das ist nicht so, ein bisschen uncool, sind wir vergiftet. Samtags. So, eine Schwäche gefunden noch. Okay, müssen wir. Wir müssen zumindest gleich ein bisschen Leben nehmen, glaube ich, hier. Der haut aber ganz schnell rein damit Leben. Pass auf, Apotheke fertig an, erste Hilfe. Leider geht das Gift davon nicht weg, aber naja. Oh, der Feger kommt. Ein Klein nochmal dran. Okay. Ah ne, warte mal. So, die erste Schlange ist weg. Die ist benebelt, schon mal ganz gut. Aber ich muss jetzt leider ein bisschen Leben nehmen, sonst bin ich gleich tot. So. Eine Runde können wir noch überleben. So, jetzt sind wir dran. Nee, noch nicht. Gleich sind wir. Och, hat er schon wieder vergiftet. Die Drecksau. So, benebelt. Apotheker muss, glaube ich, sich ein bisschen heilen. Das ist ein bisschen ärgerlich immer. Aber. Ah, jetzt sind wir vergiftet. Beide. 6 Runden, okay. So, wir müssen uns gleich mal. So, du musst jetzt aber mal. Wer hat mir hier irgendwas? Heilkraut? So. Bring it on. Let's get down to work. Okay, so die große Schlange ist noch da. Und wir das jetzt hinbekommen. Weil Viper wartet darauf zuzuschlagen. Okay, müssen wir leider ein bisschen einmal heilen hier. Sonst wird es zu eng. Ich habe keinen Links mehr, okay. Pass auf, dann machen wir. Ich hab mir erste Hilfe.
So, soll er mal zuschlagen? Gucken, was er kann. Okay, das gab ordentlich Energieverlust. Aber... So. Was soll man nicht wieder vergiften jetzt? Ach, schade, ich dachte, er hätte irgendwie. Ach, hätte ich die Dings nehmen sollen, ich Depp. Das war dumm. Alfen ist bewusstlos? Auch uncool. Ah, das ist ja so viel Atem. Okay. Das war eigentlich verkehrte? Scheiße. Okay. I'll take this. Ging gerade nicht anders. So, Alvin. Warte. Keine Ahnung, ob das was bringt bei ihm. Wir probieren es einfach mal. So, benebelt ist auf jeden Fall. Ging gerade nicht anders. Okay, da hat er auch nicht einen abbekommen. Oh, die Viper. Okay, da müssen wir schon aufpassen. So, wo sind wir angreifen? Okay, kann er noch nicht, okay. Cool off. So, es ist benebelt, ich dürfte sie eigentlich nicht angreifen dürfen. Okay. Okay, was macht der andere? Mal gucken, ob wir hier... Okay, das hat er schon wieder auch nicht reingeklotzt. Für uns nicht. Verdammte Axt, warte mal. Ich muss unser Mana hochbauen. Ja, noch ein bisschen viel. Okay. Ah, das ist ganz schön viel Energie, das Viech, ne? Eben, beziehungsweise. So. Here we go. Out of my way. Boah, es muss aber langsam mal nachgeben da, oder? Die große Viper. What's the big idea? Das hat er mich schachmatt gesetzt. Okay. I'll take this. Der Gifter hat uns immer recht scheiße. Muss leider sagen. Der braucht ein Leben. Okay.
Okay, wir gucken, dass Alf nicht komplett stirbt gleich. Und betäubt. Ah, tot! Sehr gut. Sehr gut. Mal gucken, was es davon gibt. Oh, beide aufgestiegen. Ist immer gut. Giftstaubflasche haben wir auf jeden Fall bekommen. Das ist wahrscheinlich das, womit wir die Schwester retten können. Tut mir leid, mir ist die Hand ausgerutscht. Wie bitte? Ich soll so viel Gift nehmen, wie ich will? Gerne. Überaus gern. Halte durch, Nina, ich bin unterwegs. Zef, es tut so weh. Nina. Es wird alles gut werden, Nina. Alf wird jeden Moment wieder hier sein. Er hat uns noch nie im Stich gelassen. Yes. Ich weiß. Als Vater starb und uns beide zurückließ, wusste ich nicht, was ich tun sollte. Um ehrlich zu sein, sah ich mich nicht in der Lage, dich allein großzuziehen und zu beschützen. Aber Alf war immer für mich da. Als er mir sagte, dass er mit mir studieren und ein Apotheker werden wollte, da inspirierte mich das, Nina. Es gab mir die Kraft, weiterzumachen. Er war immer so bescheiden, entschuldigte sich ständig, wenn mir zur Last fiele. Aber in Wahrheit bin ich derjenige, der sich ständig auf ihn verlässt. Wenn ich ihm doch nur etwas ähnlicher sein könnte. Ich komme gleich. Alfin! Hast du mich vermisst? Ha, tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. What a relief. Ach, Alfin, die Göttern sei Dank. Es geht dir gut. Das Gift, du hast es geschafft. Alfin, ich nehme an, du weißt jetzt, was zu tun ist, hä? Huh? Yeah. Überlass das nur mir. Ich fange sofort an. You bet. Viel Erfolg, mein Freund. Oh. Now then. Mann, ich bin kaputt. Ich gehe mal nach Hause und mache ein Nickerchen. Da wohnt er? Okay. Los geht's. Nach Hause zurückgehen und ausruhen. Muss er hier sein, ne? Eine kurze... Ja. Oh, mitten in der Nacht. Später an diesem Abend. Alfin. Ich frage mich, ob es sehr voll gut geht. Ich sollte mir keine Sorgen machen. Es wird ihm gut gehen. Wie immer. Weißt du, Seth? Ich habe alles getan, um ein guter Apotheker zu werden. Um zu werden wie du, weißt schon wer. Aber manchmal habe ich das Gefühl, noch immer weit davon entfernt zu sein. Ach, Alf. Yeah, that's right. Bräuchte nicht mehr als einen kräftigen Windstoß, um dieses verschlafene Städtchen von der Karte zu fegen. Und trotzdem, hier wurde ich geboren und großgezogen. Hier habe ich mein Handwerk gelernt. Hier gibt es den griesgrämigen Gerthas, den ich noch nie habe lächeln sehen. Meryl kommt zurecht, braucht aber hin und wieder eine Schulter, an der sie sich ausweinen kann. Und um den Husten des alten Alec muss ich mich auch kümmern. Und du, Seth, ich habe dir das Leben schwer gemacht, solange ich denken kann. Du hast mich eingeladen, dir zusammen bei deinem Vater zu studieren. Hast dich um die Bücher gekümmert, als wir beide anfingen zusammenzuarbeiten. Richtig, was hatte ich gerade gedacht? Ich bleibe besser in der Gegend. Aber nicht hier. Mal sehen, wie es bei Seth aussieht. Alf! Schreit er mich jedes Mal an. Möge die Flamme mich holen, es hat funktioniert. Nina geht es von Stunde zu Stunde besser.
I knew it. Ich wusste es. With you on the job, was there ever any doubt? Wer hätte je daran gedacht, dass du mit der Aufgabe vertraut bist? Thank you, Alvin. Vielen Dank, Alvin, für alles. Du hast das Leben deiner Schwester gerettet. Wie kann ich das jemals wieder gut machen? Das hast du schon. Nicht der Rede wert. Ich habe nur jemanden ausgeholfen, der in der Klemme steckte. So einfach ist es. Diese Worte. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir klein waren und die große Pest kam. Vater konnte jede bekannte Krankheit heilen, doch damals war er zum ersten Mal hilflos. Dann brachte ein Tag ein Reisender ein Elixier mit in die Stadt, eines, wie wir es zuvor noch nie gesehen hatten. Noch eine Rückblende. Ja, das sollte helfen. Vielen Dank, Herr Apotheker. Aber warum habt ihr mich gerettet? Wir haben gar kein Geld, wisst ihr? Hör zu, Junge, und zwar gut. Ich habe gesehen, dass jemand in der Klemme steckt und ich habe ihm geholfen. So einfach ist das. Also gut. Ich hoffe, dass ich das eines Tages auch tun kann. Ah, deswegen, okay. Seit diesem Tag hast du alles dafür gegeben, so wie dein Held zu werden. Um Menschen zu helfen, hast du gehandelt wie er. Oh, war das so? Alvin? Wir sind doch schon ewig zusammen, oder? Da ahne ich etwas. Du möchtest weg von hier, nicht wahr? Du möchtest in die Welt ziehen und so vielen Menschen helfen wie möglich. Genau wie er. Ha, du wusstest es. Ich bin nicht blöd, weißt du? Trotzdem ist dies hier mein Zuhause. Ich weiß, du bist ein begabter Apotheker, Seth. So gut wie, nein, für mich sogar ein bisschen besser als ich. Aber ich kann dich doch nicht alleine fürs Dorf sorgen lassen. Abgesehen davon, wer würde dich ständig auf den Boden der Tatsachen zurückholen? Wer würde sich Gerthas Gemecker anhören und Merits Geschichte von unerfüllter Liebe? Das werde ich tun, das werde ich alles tun. Okay. Du kannst völlig unbesorgt sein. Ich werde dafür sorgen, dass die Dorfbewohner glücklich und gesund sind. Das schwöre ich bei meinem Leben. Zieh los und erkunde das Reich, Alf. Tu das leichten Herzens und erhobenen Hauptes. Also gut. Weißt du was, Mama? Ich werde auf Reisen gehen. Es ist an der Zeit, herauszufinden, wie weit meine Fähigkeiten mich bringen. Ich werde auf der ganzen Welt Menschenleben retten, genau wie der Mann, der meines gerettet hat. Gib auf mich Acht, ja? Alf! Gott sei Dank bist du noch hier. Komm schon, Seth, ich habe nicht um einen Abschiedsfeier gebeten. Nur ein kleines Geschenk für unterwegs, nichts Besonderes, aber ich möchte, dass du meinen Beutel nimmst. So werde ich immer bei dir sein, egal wie weit du weg bist. Ich kann es doch nicht annehmen. Das war kein Scherz, als du sagst, es sei nichts Besonderes. Das war das Einzige, was mir einfiel. Danke, Seth, ich werde gut darauf aufpassen. Hier, warum nimmst du nicht auch meinen? Das ist eine tolle Idee. Ich werde ihn gut nutzen, Alf. Ah, toll, haben die zwei Beutel getauscht. Also gut. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, mein Freund. Und so begann Alpha seine Reise und überall, wo er hinkam, den Schmerz der Leiden und Kranken zu lindern, so wie ein Mann, der einst für ihn getan hatte. Er wusste nicht, welches Schicksal ihn auf der Reise erwartete. Jetzt sind wir gespannt, was passiert.
Okay, so, bevor wir machen, speichern wir mal hier. Und gehen gleich weiter auf Reisen. Allerdings nicht mehr heute. Aber beim nächsten Mal. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Würde mich freuen. Und bis dahin, tschüss.